Wahre Zauberkünstler bilden das Ensemble der Volga-Virtuosen. Ihre Zauberformel lautet: klassisches Ballett aus Tschaikowskis Nussknacker. In der Pause gibt es russische Zaubernahrung. Also wenn ihr was jetzt gemerkt habt, Sauerkraut-Eintopf, aber auf Russisch kann ich es nicht mehr. Eine russische Krautsuppe. Russische Suppe. Es ist Borscht, es ist eine rote Beete-Suppe. Mir schmeckt es gut. Im zweiten Teil des Abends dann Folklore virtuos dargeboten. Zimbal spielt beim Zaubern offensichtlich eine Hauptrolle. Und am Schluss hat das solcher Art verzauberte Publikum sogar russisch gesummt.